Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Battleborn ist seit, wenn ihr es seht, gestern draußen. Ich hatte das schon ewig vorbestellt und es ist voll an mir vorbeigezogen, 2. Mai. Weil ich eigentlich mit einem anderen Let's Play Projekt angefangen habe. Da warte ich aber jetzt erst einmal noch, ob ich das hochlade. Oder ob ich ein bisschen jetzt erstmal Battleborn weitermache. Wir sind im Hauptmenü. Ich habe absolut noch überhaupt nichts gemacht, wie ihr sehen könnt. Prolog. Im Prolog spielen, dann gibt es Story und Versus, was weiß ich. Man kann das im Multiplayer spielen. Ich kenne aber niemanden, glaube ich, der außer mir Battleborn noch hat. Darum werde ich das erst einmal allein spielen. Man kann es auch komplett im Multiplayer-Koop spielen, die Story. Das Ganze ist von Gearbox, den Machern von... Ich sag's euch dann, wenn es mir wieder einfällt, wie es heißt. Borderlands, verdammt. Borderlands. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen einfach mal an. Ich hoffe mal, ich kann mir vielleicht noch eine Figur aussuchen, weil ich will mit ihr nicht spielen. Wieso muss ich auf dem Server warten? Bringen wir dich mal auf den aktuellen Stand. Also, vor verdammt langer, langer Zeit meisterte die allererste Zivilisation des bekannten Universums eine Idee in einen Stein. Ja, das heißt natürlich, dass es wichtig war. Es ging dabei um das Ende. Laut dieses Steins würde eine Zeit kommen, da alles verschwindet. Sogar die Sterne selbst. Dunkelheit würde die Himmel verschlingen und nach Jahren von, sagen wir, einer Endlosschleife extrem übler Tage, bliebe nur ein Stern übrig. Wer noch konnte, würde vor der Dunkelheit und den Todeszuckungen des Universums zu diesem letzten Stern fliehen. Aber diese Versammlung brachte nicht Einheit, sondern Krieg. Krieg zwischen Wesen und Zivilisationen. Krieg gegen starke Feinde. Die Verhelsi und den Betrüger Rendain. Doch der Stein spricht auch von Hoffnung. Champions, die sich aus der Asche des Konflikts erheben. Die, nun ja, das Licht anlassen wollen. Und hier kommst du ins Spiel. Aus diesen Helden wirst du eine Streitmacht bilden. Du wirst sie lenken und trainieren. Und wegen dir gibt es noch Hoffnung für das Licht. Sie nennen sich die Battleborn. Ja. Und für dich, Commander, kämpfen sie gemeinsam oder sterben allein. Also, wenn man an Steine glaubt, womit wir wieder beim Stern wären. Ganz nett gemacht. Ich mag sowas, wenn es so gezeichnet ist. Crystal ball in hand, 'cause can't see in the dark, not even retina scan. Deep in the future, we dig a
all of the prospects. Something toxic got in with foreign objects. War and problems, we gotta get over. This affects the whole, we can't split soldiers. The last remaining, if we stop fighting each other, we might actually save it. It's difficult when we're all apart to make it easier. The enemy invited us all. Now that we stop the bickering, we get double-crossed by attractive trickery. How much we care. No, not a lot. To be free, you gotta think out the box. Outline the plot, use cunning or be shot. Space, we continue to fight on and right the wrong just to keep the lights on. Okay. Cooles Geil, Intro. Hörst du mich? Klar und deutlich, Melka. Willkommen auf Tempest, dem Herzen des restlichen Jeneriten-Imperiums. Schön, dass du hier bist. Hey, ich schulde dir noch was. Und ich hatte noch nie was dagegen, Ränder in die Tour zu vermasseln. Wo ist die Überläuferin? Ich bereite die Pyroshow für das Großevent vor. Wir haben nur eine Chance mehr. Bereit? Nein! Scheiß drauf! Bringen wir es hinter uns! Übermittle Melka die Missionsdaten, Cleese. Schon dabei, Captain! Einen Moment. Oh, ist das Cleese? Du hast Cleese auf diese Mission mitgenommen? Augmentierung verfügbar. Humpelangriff. Gegner, die von Clownsprung getroffen werden, sind für kurze Zeit verlangsamt. Gegner, die von Stauch getroffen werden, sind für kurze Zeit verlangsamt. 3%, 3 Sekunden, 3%. Ich nehme mal das. Direkt in den klaffenden Schlund des Todes führen. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Melka. Was ist das? Also ich hoffe, ich kann nur den Charakter noch wechseln. Der wollte ich jetzt eigentlich nicht spielen.
Die Dinge kann man wohl hier einsammeln, was auch immer das ist. Oder? Seems so. Yes. Siehst du einen Weg durch diese Tür? Ja. Heute extrem gefährlich ist, empfehle ich die Synchronisierung mit einem LLC-Notfalltransportcenter oder Kontrollpunkt. In der Nähe ist gleich einer. Mit der linken Maustaste mache ich so einen Nahkampfangriff, mit der rechten. Was ist das? Läuft auf jeden Fall ziemlich rund, das Spiel. Gut, die Grafik ist natürlich jetzt nicht irgendwie High-End oder so. Nach der Synchronisierung holt euch der Sender sofort aus dem Kampf, wenn eure Vitalfunktionen kritisch werden. Der Haken ist, das LLC garantiert uns nur eine begrenzte Anzahl an Nottransporten, bevor wir auf uns gestellt sind. Ha, gierige Bastarde. Benutzen. Für unsere Kaiserin. Für jederzeit. Um jeden Preis. Okay. Die Welt sieht auf jeden Fall nice aus. Wow, wow, wow. Oh, da haben wir ja Gegner. Was ist mit diesen M1-Einheiten los? Noch bei Minion Robotics wäre, müsste jemand dafür gerade stehen. Schalte sie zur Sicherheit aus. Ja. Nicht, dass noch einer zu Hause anruft und die Überraschung verrät. Mach ich. Bomb! Tot! Aha, okay. Mitnehmen. Ich weiß noch nicht genau, was diese Sachen machen. Drängt sie zurück! Ach, da habe ich auch noch eine Attacke. Na, komm her. Ändert auf jeden Fall wieder ziemlich an. So, irgendwie am Borderlands hat man irgendwie ziemlich schnell das Gefühl drin. Ich zumindest jetzt. Und Level 2, aber da war doch gerade noch einer, oder nicht? Oh. Ah gut, den hole ich dann, glaube ich. Wer genau ist denn die Überläuferin? Oh, habe ich das noch nicht gesagt? Es ist Deander, die Spionin der Jeneriten. Jetzt im Ernst? Rendens rechte Hand? Ziemlich verrückt, was? Ich kann wieder was machen. Jeneritenwiderstand seit der Machtergreifung des Lord Commanders angeführt. Und diese durchgesickerten Infos, das war auch sie. Können wir ihr wirklich trauen? Das finden wir wohl gleich heraus. Bewegung. Der Heliophage ist in deiner Nähe. Mitnehmen. Ich habe schon 2000 von diesen Kristallen und irgendwann werde ich sicher erfahren, was ich damit machen kann. Wahrscheinlich wurde es auch schon angezeigt, ich habe es einfach nur übersehen. Kontrollpunkt aktiviert. Ich mag die Wumme. Wo hast du die her, Captain? Eine modifizierte VFR-Maschinenpistole mit Cleeses Handschrift. Ja, zur Funktion in Kombination mit deiner grausamen Entstellung. Das ist ein Eldritch Bio-Panzerhandschuh. Das oder eben grausame Entstellung. Ah! Na los! Blöden Scheißviecher.
Wir sinken. Ich weiß noch nicht so genau, was ich eigentlich hier so die ganze Zeit mache. Ach, da oben haben wir noch welche. Guck. Ihr Säcke. Galt, sind wir soweit? Wir sind bereit. Mecca ist fast am Treffpunkt. Gut, weil ich gleich meinen zweiten Verrat für heute begehen werde. So, was ist das? Bauen. Ah, jetzt habe ich hier so einen Begleiter freigeschaltet. Der jetzt mit mir mitgeht. Und mitkämpft. Aber kann ich nur eine haben? Okay. Kommt her, ihr rundlichen Dinger. Wird schon schief gehen. Credit mitnehmen, Punkte mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Gesundheit ist voll. Okay. Energieanstieg beim Heliophagen. Das ist es. Alle das Popcorn bereit machen. Die Show grünt gleich. Auch von den Dialogen hier und so weiter hat man ziemlich das Gefühl, man ist irgendwie so ähnlich in der, wie in Borderlands. Nimm das, renn dein! Wunderschön. Das sollte uns etwas Zeit verschaffen. Jetzt müssen wir die Ande rausbringen. Schnell zum Treffpunkt. Benedikt stinkt! Wer ist denn Benedikt? An alle, eine der unsrigen hat uns verraten. Bringt mir die Spionin! Bringt mir Deande! Mist! Beeil dich, Deande! Bin fast da! Was ist das denn? Okay, hier kommen jetzt mehrere Gegner, wollen oder wie? Das war ein Fehler. Ich glaube, das Spiel hat ja auch einen relativ großen Multiplayer-Part, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Oh, hallo. We have a badass over here. Hallo, ich bin der. Luftbremse. Nehmen wir das. Auf die Beine mit ihr! Wir müssen los! Ich brauche einen Moment. Wir haben keinen Moment, Jeneritin. Hast du nicht gehört? Dein Boss kommt und will uns töten. Die Verteiler brauchen Saft, um die Brücke auszufahren. Da sind zwei, wir sind zwei. Los geht's. Okay. Brücke ist aktiv. Bringen wir dich raus, Jeneritin. Nenn mich einfach Deande. Und du bist Melka, richtig? Du liegst falsch. Ich heiße völlig genervte Eldrit. Seltsame Kleidung für eine Eldrit. Hat jemand eine Weltraumelfe erwartet? In feierlichen Klamotten? Ich hätte sie ja angezogen, aber ich habe sie verloren, als die Jeneriten meinen Heimatstern schluckten. Oh, das ist der Teil, wo Melka völlig durchdreht.
Also mir tut es jedenfalls leid. Aber ich bin sicher, das waren nicht die Jeneriten. Das war Rendain. Welche Battleborn-Fähigkeiten soll ich denn einsetzen? Sieht doch. Okay. Die Spionin und ihre Eldritt-Begleitung. Sollen wir sie zurück zur Kathedrale bringen? Was? Nein, töte sie einfach, Idiot. Mein Fehler. Bitte töte mich nicht. Ich kümmere mich darum. Bitte töte mich nicht. Wie genau der Schaden passiert, peile ich nicht so ganz. Okay, was kann ich hier wieder machen? Splitter abliefern. Da ist die Landezone und da sind jede Menge Jeneriten. Galt, wo seid ihr? Werden beschossen. Wir kommen so schnell es geht. Plattform freimachen. Truppen des Imperiums, erledigt sie. Ich muss gestehen, ich bin enttäuscht. Nein, mehr als enttäuscht. Regelrecht angefressen. Ist dir klar, was du getan hast? Was du uns gekostet hast? Ich weiß genau, was ich getan habe, Lord Commander. Übrigens, ich kündige. Das dürfte wohl klar sein. Hör zu. Klingenauswurf. Clownsprung startet eine Klinge beim Ende des Sprungs, die zusätzlichen Schaden verursacht. Wenn Mölker ein ziemlich Clownsprung trifft, springt sie nach hinten. Ich mach mal das. Ganz mit den Wahlen, sie bist. Aber nur so überleben wir das Bevorstehende. Es gibt keinen anderen Weg, um alles im Universum zu bewahren. Uns selbst und unsere Kaiserin, Lenore. Die Kaiserin ist tot. Sprich nie wieder ihren Namen aus. Tot? Nein, es... Ach, vergiss es. Springen wir gleich zu den Folgen deiner Torheit. Ja? Wir bauen den Heliophagen wieder auf. Ziehen Solus in die Leere und sichern die Zukunft unseres Volkes. Und du stirbst inzwischen. In der Kälte. Allein. Du wirst im Dunkeln sterben. Gibt's ja eigentlich Granaten oder sowas? Ach, hier müssen wieder beide draufstehen, okay. Schon wieder aufgestiegen. Es geht aber zackig hier im Monster. Ey, der macht mein Geschütz kaputt. Aber ich konnte eh schon wieder aufstehen. Adrenalinstoß, Nahkampfangriffe gegen Ziele, dann tötet Mölker entgegen, der von Gift betroffen ist, erhöht sie einen Stapel erhöhter Gesundheit. Ich gehe mal mit E. Da, das sollte die Situation regeln. Weiter, genervter Eldritt. Na, was ist das? Ach, einfach nur ein Save Point. Oh, das ist er doch. Guck. Schau mal, bist du? Huntsman! Ja, das ist auch, wird auch so vorgestellt wie in Borderlands immer. Wo ist er? Du feige Ratte, komm jetzt runter da. Was immun? Ach, jetzt ist er immun, okay. Ach. Sondern bis die da tot sind, wa? Nein!
die Varelsi sehr, sehr lange bekämpft. Ja, wir hatten unsere Siege hier und da, aber man muss nur in den Nachthimmel blicken, um zu sehen, dass es nur das Unvermeidliche etwas hinausgezögert hat. Das ist deine Rechtfertigung für deinen Verrat an deinen Freunden? Eigentlich schon. Besser etwas zu retten als gar nichts. Oh. Was hättest du an meiner Stelle getan? Also ich muss sagen, so mein erster Eindruck, es macht saumäßig Spaß gerade. Theander, du weißt, wie sehr ich es hasse, meine Agenten zu töten. Der ist immer noch immun, oder was? Nee. Meine Beste. Deshalb gebe ich dir eine letzte Chance, deine Loyalität. Ah, shit. Du hast das Imperium gegen die Fraktionen aufgebracht. Unsere Verbündeten gegen die Varelsi. Wir kämpften und starben jahrhundertelang mit ihnen. Du hast nichts von Loyalität, Renner. Na gut, immerhin habe ich es versucht. Alle Truppen, auf die Überläuferin! Lasst sie nicht entkommen! Was kommt denn da noch? Schon wieder so ein Dicker. Kipp um! Ja, alle, umkippen, los. Oh, ich bin wieder aufgestiegen. Kann ich irgendwas Geiles? Voll einfach. Wir haben anscheinend auch unendlich Munition. Oh, nö. Weiter auf den Wächter. Stirb jetzt. Er ist fast erledigt. Oh, oh. Dreipunktlandung, jawohl. Nichts anderes habe ich erwartet. Galt, Cleese, wenn ihr einen dramatischen Auftritt in allerletzter Sekunde wollt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Na los, einsteigen. Schnell alles aufsammeln, was hier so lag. Mist. Okay, los geht's. Mission abgeschlossen. Schon.
durch die Luftschleuse mit ihr. Bin dafür. Der Ande ist unsere einzige Hoffnung gegen Rendine. Und es klappt nur, wenn er beim Stern in Aktion tritt. Und bis dahin? Wie ist der Plan? Also, falls wir einen haben. Wir stören die Operationen des Imperiums um Solos. Verschaffen uns möglichst viel Zeit und holen uns Unterstützung von den Fraktionen. Zum Glück brauchen sie jede Hilfe, die sie kriegen können. Sachen in die Luft jagen hat bisher gut geklappt. Damit sollten wir weitermachen. Während Rendine den Heliophagen repariert, helfen wir den anderen Fraktionen wieder auf die Beine. Sie müssen alle hinter uns stehen, damit es klappt. Die VfR wollen ihre alten Siedlungen auf Bliss zurückerobern und erleiden dabei starke Verluste. Admiral Bannon bittet um Hilfe. Dort könnten wir anfangen. Das Observatorium meldet unzählige Jenneriten-Sammelteams auf Ekuna. Wenn wir hart zuschlagen, könnten wir ihre Energieversorgung unterbrechen. Tempest ist verwundbarer, als selbst Rendine annimmt. Es wäre gefährlich, aber wir könnten sie überraschen. Also, niemand durch die Luftschleuse? Schnauze, Cleese. Dies ist unsere letzte Chance, Solos zu retten. Wir dürfen nicht scheitern. Werden wir nicht. Wir könnten... Halt einfach deine Fresse, Cleese! Neuer Charakter freigeschaltet, okay. Miko. Biosynthese. Miko erhöht über einen kurzen Zeitraum Gesundheit, währenddessen verleiht Mikos Heilstrahl mehr Gesundheit. Sporenwolke. Wirft einen Sporenbeutel, der beim Auftreffen explodiert. Schaden verursacht und eine Sporenwolke hinterlässt. Die Gegner, die hineingeraten, für kurze Zeit verlangsamt Pilz unter uns. Schickt einen Pilz mit viel Gesundheit, der für kurze Zeit einen Wirkungsbereich erzeugt. Verbündete in Reichweite erhalten jetzt. Blablabla. Fortsetzen. Ah! Oscar Mike. Tarngenerator. Aktiviert ein Tarngerät, das Oscar Mike für kurze Zeit vor Sicht- und Radarerkennung schützt. Bei Angriffen oder Skill-Einsatz wird der Effekt beendet. Splittergranate. Feuert eine Granate, die da... Okay. Luftschlag bei einem Bereich aus. Mit Luftschlag. Okay. Selbsterklärend. Montana. Friedenshüter. Verteidiger. Sprintet und prallt in Gegner. Der Schaden allein. Lädt Munition. Die getroffene Gegner verlangsamt. Er fesselt einen mächtigen Stampfer, der Schaden verursacht und Gegner näher in die Luft befördert. Okay, das ist mir so ein Tank. Okay, wie viele noch? Der Marquis erzeugt ein Zeitverzerrungsfeld, das kurzzeit anhält. Warblose gefangene Pfeile verlangsamt. Klingt cool. Nutzt eine Eule, die neue Gegner auf der Karte enthüllt. Auf Nahdistanz kollidieren Eulen mit ihnen und verursachen Schaden. Mehrere Eulen können zugleich aktiv sein. Pennerknoller. Feuert einen einzigen, einzelnen mächtigen Schuss ab, der verursacht, der Schaden verursacht. Ah. Es ist schon spät. Ich kann schon wieder nicht mehr lesen. Weiter. Wen haben wir noch? Wrath. Wirft eine Energieklinge über kurze Distanz nach vorne, verursacht Schaden. Entfesselt eine Schockwelle, die sich direkt vor Wrath ausbreitet. Schaden verursacht und Ziel in die Luft befördert. Entfesselt auch kurzen Aufladen einen Wirbelwind, der bei Feinden Reichweite kurz Schaden pro Treffer verursacht. Thorn. Hey, wie viele denn? Feuert eine horizontale Schneise aus Pfeilen ab. Ah, die hat sich genau das, die mit Pfeil und Bogen. Er schafft für kurze Zeit. Da. Weiter. Orendi. Kurz mal durchlesen. Okay. Nur Bronze? Neuer Titel, Sucher. Neuer Rekord, da kann ich mir was drauf einbilden. Schwierigkeit normal, Modus, Angriff, Einspieler. Okay. So, und wie kann man jetzt hier eine Figur aussuchen? Gut, auf jeden Fall, das war die erste Folge von Battleborn. Ich muss sagen, ich habe ziemlich Spaß. Und ich hoffe, euch gefällt es ebenso. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.